Servus Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem nächsten Tutorial von mir. Und es geht heute mal nicht um Guild Wars oder sonstige Gaming-Videos, sondern es geht heute um ein Android-Programm, mit dem man auch Android-Spiele, also Apps auf dem Windows-PC nutzen kann. Und zwar um das Programm BlueStacks. Ihr bekommt das Programm auf BlueStacks.com und so weiter und so fort. Ist jetzt auch nicht das Thema des Videos. Es geht nämlich eher darum, wie man sich bei dem Programm anmelden kann, ohne ein Gmail-Konto zu besitzen. Das heißt, das ist gleich auch das Lösungsvideo für alle Leute, die sich mit web.de oder mit GMX oder mit sonstigen anderen oder beispielsweise hotmail.de E-Mail-Adressen anmelden möchten. Wir haben also zwei Probleme. Das Programm fügt ein Gmail hinten hinzu und das andere Problem ist, es gibt kein Add-Zeichen. Also ihr könnt nicht mit der normalen Tastatur ein Add-Zeichen hinzufügen. Wie lösen wir also das Ganze? Wir gehen jetzt erstmal auf Konto hinzufügen, geben unsere anfängliche E-Mail-Adresse ein und dann öffnen wir ein Textdokument, beispielsweise OpenOffice, Writer und sonstiges. Dann gebt ihr das Add-Zeichen hier ein, markiert das Ganze. STG plus C steht für kopieren. Das heißt, wir kopieren das ganze Add-Zeichen in den Zwischenspeicher, klicken nun oder geben nun in diese E-Mail-Zeile, die ich jetzt nicht öffnen kann, leider. Sorry, Leute, aber ich habe mich leider schon vor kurzem angemeldet. Das heißt, vor 2 Minuten und deswegen geht das Ganze jetzt nicht mehr. Aber in dieser Adressenleiste gebt ihr nun hinter euren E-Mail-Namen dann das Add ein, indem ihr nun STG und V klickt, also wieder einfügt. Und dann müsste eigentlich das Programm das Add-Zeichen hinzugefügt haben. Das heißt, wir haben schon mal das erste Problem gelöst. Jetzt könnt ihr auch weiterhin hinten dran eure Web-Domäne, sagen wir mal web.de oder Hotmail, reinschreiben. Damit haben wir eigentlich auch schon das zweite Problem gelöst, nämlich dass das Programm gmail.com hinten anfügt. Und genau, wenn das jetzt funktionieren sollte, hoffe ich, dass ihr einen Kommentar unten abgebt mit funktionieren, denn ich möchte, dass alle Leute auch noch in Zukunft sehen, dass das Video funktioniert. Also, lasst mir noch mal einen Daumen hoch da und einen Kommentar, natürlich Abonnement auch, und dann sehen wir uns wieder bei nächsten Guides. Haut rein, bis dann, ciao, ciao.